24 Türchen des Adventskalenders sind geöffnet. Und ich glaube, die kleinen und die großen Kinder sind heute ganz aufgeregt, was passiert, wenn die große Tür sich auftut. Heute ist der Tag der Geschenke. Vielleicht habt ihr die Tür ja schon aufgemacht, vielleicht wurdet ihr schon reichlich beschenkt. An 24 Tagen sind wir auch in diesem ganz besonderen Jahr auf das Weihnachtsfest zugegangen. 24 Türen wurden aufgetan und für viele von uns war das Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben. So eine Art Adventskalender. An 24 Tagen haben wir miteinander einen ganz neuen Blick auf die Weihnachtsgeschichte geworfen. An 4 Adventssonntagen gab es in unseren Kirchen in Waldbrunn kleine Krippenfiguren zum Mitnehmen, die von unserem Frische-Prise-Team gestaltet wurden, unserem Start-up-Team für neue Gottesdienste in unseren Gemeinden. Diese kleinen Holzkegelfiguren, sie haben uns die Hauptpersonen der Weihnachtsstory, der Weihnachtsgeschichte ganz neu vor Augen gestellt. Vielen Dank an die, die sie gestaltet haben. Wir hören das Weihnachtsevangelium bei Lukas im 2. Kapitel. Da heißt es: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war und dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Thank you.
Hier stehen sie nun, all die Personen der Weihnachtsgeschichte, die wir in den vergangenen Wochen miteinander betrachtet und ganz, ganz neu kennengelernt haben. Ich muss sagen, das war für mich selbst eine ganz neue Entdeckung, wer da alles dabei ist und was das für Charaktere sind. Eins verbindet all die Menschen an der Krippe. Sie alle hatten ihre Probleme mit Weihnachten. Da war der Josef. Für ihn war Weihnachten eine echte Zumutung, eine Herausforderung. Seine Frau war schwanger, nicht von ihm. Und dann wird der Vater von diesem Kind, was nicht sein eigenes Kind ist, und dann soll er sich dazu verhalten. Aber wie soll er sich richtig verhalten? Letztlich begegnet ihm Gott, ein Engel, und er begreift, ich muss dieses Weihnachten zu meiner eigenen Sache machen. Und er fängt an, sich damit zu identifizieren, und er wird zum Vater von Jesus. Da waren die Hirten, Menschen am Rande der Gesellschaft, Menschen, die mit Gott gar nichts anfangen konnten, die nicht glauben konnten, dass Gott an sie glaubt, die überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass sich ihr Leben verändern kann. Und dann kommt auf einmal die Wende. Oder wie es unser Hirte Tim im Krippenspiel sagt, sie erleben den Gott der liebevollen Überraschungen. An der Krippe knien die Hirten nieder und sie bekennen, dieses Kind ist Gottes Sohn, das Licht der Welt. Und sie erfahren das, was sie lange nicht glauben konnten. Ja, sie können gar nicht anders als zu glauben. Und schließlich ist da Maria. Das war doch wohl die, die am meisten Probleme mit Weihnachten hatte, mit dem, was da kommen sollte, oder nicht? Sie wird schwanger. Sie soll dieses Kind austragen. Und sie ist die, die mit so viel Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hat. Sie denkt, ich bin das nicht wert, ich doch nicht. Ich kann doch nicht den Sohn Gottes austragen, ich doch nicht. Ich bin nicht gut genug. Sie ist höchst schwanger und muss eine Reise auf sich nehmen. Sie muss Angst haben, dass sie von der Familie versetzt wird. Und doch fängt sie genau in dieser ausweglosen Situation an, Gott zu preisen. Sie betet Gott an und sie singt den Lobgesang. Gott erhöht die Niedrigen und er stürzt die Mächtigen vom Thron. Sie weiß und sie glaubt, dieser Gott, der wird es richtig machen. Josef, die Hirten, Maria, all diese Menschen der Weihnachtsgeschichte, sie alle hatten ihr Problem mit Weihnachten und sie können für dich und für mich zu Menschen werden, die mir ein Angebot machen, die dir ein Angebot machen, dich im Lichte Gottes ganz neu zu erkennen. Ich kenne Menschen, denen geht es genauso. Weihnachten ist ihnen vor die Füße geworfen. Da sind die ganzen Traditionen um dieses Fest, da ist die Feier im Geschäft, da ist der Gang über den Weihnachtsmarkt und da muss dieses oder jenes Geschenk noch besorgt werden. Stress bis kurz vor den 24. Und das ist Weihnachten, das ist fantastisch. Und dann kommt die ganze Familie zusammen und vielleicht gibt es auch noch Streit. Ich kenne Menschen, denen geht es so. Und irgendwann finden sie ihre eigene Entdeckung mit Weihnachten und sie können Weihnachten annehmen und sie können das annehmen, was dahinter steht. Das, was durch den ganzen Trubel, durch den ganzen Tamtam verborgen war. Jesus, das Kind in der Krippe. Und ich kenne Menschen, denen geht es genau so. Sie halten sich für ungläubig, religiös, unmusikalisch. Sie können das gar nicht annehmen. Sie fühlen sich am Rande der Gesellschaft. Doch auf einmal machen sie eine Entdeckung. Hey, das ist ein Geschenk. Weihnachten, das gilt für mich. Und sie kommen und staunen und sie folgen dem Ruf und sie entdecken Weihnachten, das gilt mir. Und dann kenne ich Menschen, denen geht es genau so. Sie fühlen sich unwürdig. Vielleicht zweifeln sie an sich selber und denken, das kann doch nichts für mich sein. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich kann doch nicht kommen. Und doch kommt Gott gerade bei ihnen an, in dem Moment, wo man das annehmen kann, wo man dieses Geschenk annehmen kann, das Gott in einem Gestalt annehmen möchte, so wie in der Maria. Da tun sich die Augen auf, da kann es Weihnachten werden. Ich kenne Menschen, die denken, in diesem Jahr kann es nicht Weihnachten werden. Wir können nicht in die Kirche gehen, wir können die Kinder und Enkel nicht sehen. All diesen Menschen ist heute gesagt, der Heiland ist geboren,
Fürchte dich nicht. Friede, euch Friede den Menschen auf Erden. Weihnachten heißt, Gott kommt zu Menschen mit Weihnachtsproblemen. Gott kommt in eine Welt mit Weihnachtsproblemen. Gott kommt in die Welt, und in diesem Jahr hat er es wohl auch endgültig in die Welt des weltweiten Netzes geschafft. Manchmal hat man den Eindruck, die Corona-Pandemie ist so eine Art Zeitenwende. Zumindest wird einem das immer mal wieder als Meinung angeboten. Und tatsächlich, es mag sehr gut sein, dass wir nach der Krise anders leben als vor der Krise. Aber die Zeitenwende ist sie nicht. Das, was da an Weihnachten im Jahr Null passiert ist, das ist die Zeitenwende, dass Gott Mensch wird. Das teilt den Lauf der Welt in ein Davor und ein Danach. Die Geburt Jesu ist die Zeitenwende. Weihnachten teilt die Zeit. Weihnachten hat eine Vorgeschichte und Weihnachten hat eine Nachgeschichte. Und was für eine mühsame Vorgeschichte. Von langer Hand hat Gott das vorbereitet. Maria war schwanger. Eine Schwangerschaft bringt viel Mühe und viel Leiden mit sich. Und nicht nur Maria hat unter Geburtswehen gelitten. Die ganze Welt leidet, und sie leidet bis heute unter Geburtswehen, so hat es Paulus einmal gesagt. Und in diesem Jahr waren das ganz schön heftige Wehen. Eine Geburt steht an. Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr das Leiden der Welt ans Tageslicht gebracht. So vieles wurde erschüttert. Alle Bereiche des Lebens der Gesellschaft wurden durch so einen kleinen Virus berührt. Alles wurde durcheinander geworfen, doch jede Krise ist auch eine Chance, weil sie offenbart, wie wir Menschen ticken, wie wir gestrickt sind und wie wir empfänglich werden für Gott. Ein Mensch hat gesagt, wenn alles erschüttert wird, dann wird offengelegt, was unerschütterlich ist. Wenn alles erschüttert wird, wird offengelegt, was unerschütterlich ist. Ich glaube, dass das in diesen Tagen passiert. Und wir werden erkennen, was unerschütterlich ist. Jesus ist unerschütterlich. Nicht nur so ein Baum muss geschlagen werden, damit er einen neuen, schönen Platz findet, hier in der Kirche oder zu Hause, damit er neu erstrahlt. Im Buch Hiob im Kapitel 5, Vers 18 in der Bibel heißt es einmal: Gott, der Allmächtige, verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Gottes Wesen ist es zu heilen. Das rufen wir aus an diesem Christfest. Und wir rufen es hinein in alle Krankenhäuser und Seniorenheime, in alle Kindergärten und Schulen, Kirchengemeinden, in die Geschäfte, in die Häuser der Verwaltung, in die Arztpraxen. Gottes Wesen ist es zu heilen. Gott schlägt und Gott heilt. Heilung setzt Krankheit voraus. Leiden ist ein Teil dieser Welt. Doch mit der Geburt dieses Kindes, des Jesuskindes, ist eine neue Ära angebrochen, die seit diesem Tag vor gut 2000 Jahren unsere Welt Stück für Stück, für Stück für Stück erneuert und verändert. Weihnachten
hat eine schmerzensreiche Vorgeschichte. Und vielleicht sind wir selbst Teil einer schmerzenreichen Vorgeschichte. Vielleicht fühlen wir uns geschlagen. Doch Weihnachten hat auch eine Nachgeschichte, eine Fortsetzung. Und auch in der stehen wir bereits. Wo wir aus einer Motivation der Liebe handeln und unsere Entscheidung treffen. Die Entscheidung, einen Menschen zu lieben, ob das nun heißt, zu ihm zu gehen oder auch nicht. Wo wir Menschen in der Liebe Gottes begegnen, wie auch immer das aussehen mag, wird die Geschichte von Weihnachten neu erlebt und fortgeschrieben. Wo wir Gott von ganzem Herzen suchen, ihn lieben, so wie unseren Nächsten und uns selbst, da geht Weihnachten weiter. Weihnachten hat eine schmerzliche Vorgeschichte und eine wunderbare Fortsetzung, an der du und ich mitwirken dürfen. Doch halt einmal, heute ist doch der heilige Abend. Da fehlt doch noch das kleine Jesuskind in der Krippe. Ich habe diese Adventszeit mit der Frage begonnen, wie Gott mein Leben füllen wird, was er mir einschenkt, was da wohl kommen wird. Oder anders gesagt, was er in die Krippe hineinlegt. Heute ist Weihnachten. In dem kleinen Kind Jesus hat Gott sich selbst in die Krippe hineingelegt. Gott selbst schenkt sich den Menschen, Gott schenkt sich dieser Welt so zerbrechlich wie ein Kind, so liebevoll kommt er in diese Welt, um sie zu erlösen. Gott ist ein Kind. Auch die Kinder im Krippenspiel können für dich und für mich ein Anknüpfungspunkt sein. Vielleicht hast du dich versteckt, so wie Clara oder Lucy, dann darfst du herauskommen aus deinem Versteck und ans Tageslicht kommen und zu dem Kind in der Krippe kommen. Vielleicht hast du dich zerstritten, dann darf der Streit zu Ende sein. Dann darf Versöhnung passieren. All das passiert an dieser Krippe, heute, an Weihnachten. Und so möchte ich beten mit den Worten von Paul Gerhardt. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. In einem Jahr, in dem es nicht viele Konventionen gab und viele Pläne, die durchkreuzt wurden, viele Vorhaben, die gebrochen wurden. Da ist so viel Platz für einen liebevollen Gott der Überraschungen in der Krippe und in meinem Herzen. Frohe Weihnachten. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir feiern Weihnachten, das Fest deiner Geburt. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. Wir können die Gottesdienste nicht in der Gemeinschaft unserer Kirchen wie gewohnt feiern. Auch zu Hause, in unseren Familien, müssen wir Rücksicht nehmen und können uns nur im kleinen Kreis treffen und feiern. Dennoch wenden wir uns an dich, weil du unser Herr und Heiland bist. Du bist das Licht der Welt. Erleuchte unsere Herzen und unsere Häuser und Orte, wo wir leben und zu Hause sind. Du willst uns besuchen und bei uns einkehren. So wie du in Bethlehem geboren wurdest, so willst du in unseren Herzen geboren werden und uns neues, befreites Leben schenken. Befreie uns von den Sorgen und Ängsten der Corona-Pandemie. Schütze und behüte uns alle mit dem Mantel deines Wortes und deiner Gegenwart. Weil du, Jesus, uns zu gutem Mensch geworden bist und deine Liebe und dein Licht die Dunkelheit erhellt und verwandelt, bitten wir dich für die Kinder, für die Jugendlichen und für die Erwachsenen,
dass sie sich dir gegenüber mit ihren Sehnsüchten, ihren Hoffnungen und ihrem Glauben öffnen und nicht verschließen. Wir bitten dich für die Einsamen, für die Kranken, für die Schwerkranken und für die Sterbenden, dass sie nicht alleine sind und allein gelassen werden, sondern menschliche Zuwendung und Hilfe, Wärme, Verständnis und Liebe erfahren und spüren. Herr Jesus, du bist unser Herr und Heiland. Du bist das Licht der Welt. Erleuchte und verwandle unser Leben und unsere Welt. Segne uns an diesen Festtagen. Amen.